Heiko Thieme Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. Heiko-Thieme.club. Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Die Siemens Energy, dann würde man dort 3% zur Seite legen, nicht? Da greife ich das gleich auf. Wir haben nämlich eine Hörerfrage. Passt auch zum heutigen Montag. Also am DAX-Ende stand jetzt die Siemens Energy. Nach der Gewinnwarnung sei die weitere Entwicklung des Energietechnikkonzerns mehr als unklar, nicht planbar, so Analystenmeinungen. Aktie minus 2%. Ein Clubmitglied, ein Vermögensverwalter aus Bad Homburg stellt die Frage, warten oder jetzt nachkaufen? Ich würde auf jeden Fall, ja nun, weiß man mit nachkaufen nicht, bei mir, wer mir gefolgt ist, der hat sie gekauft. Also das muss ich mal ausholen. Im September 2020 kam sie raus als Neuemission, also Abspaltung von der Siemens-Gruppe. Ich habe gesagt, bitte kauft keine Neuemission. Ich kaufe ja generell keine Neuemission, weil in meisten Fällen gehen Neuemissionen nach einer gewissen Zeit unter ihren Emissionspreis. Ich warte immer, dass das passiert. Bei der einzigen Aktie, wo es nicht gestimmt hat, da muss ich aber auf 2002 oder 3 zurückgreifen oder 4 sogar, das ist die Google. Die ging nie unter ihren Emissionspreis zurück. Also gut, bei einem von 1000, ich war in Neuemission, da hat es nicht geklappt. Aber bei den anderen ist es meist immer eingetreten, dass sie unter dem Emissionspreis liegen. Und dann fange ich an zu kaufen. Weil ich sage, wenn das Konzept stimmt, wenn die Aktie stimmt, wenn das Nachrichtenfall sagt, Kinder, ich komme billiger rein, als die Leute beim ersten Drängeln waren, dann kann ich auch anfangen zu kaufen. Dann wiederum in 3 Tranchen. Also fing ich an, bei 18 es zu empfehlen. Und dann ist sie innerhalb von 6 Monaten 34 gestiegen. Also wenn jede Anlage von mir von 18 auf 34 geht, das heißt also 16 Punkte, macht das also fast 90% in so kurzer Zeit vorliegt, dann bin ich auch Weltmeister aller Klassen. Das passiert selten. Und wer dann rausgegangen ist und mit dem Stop die letzte Position abgesichert hat, der war spätestens dann bei 30 draußen. Und ab 24 sagte ich dann schon, nachdem 20% vom letzten Niveau gefallen war, nochmal von 34 sogar mehr, jetzt kann man wieder einsteigen. Das ging bis 17 hin, sage ich, Kinder, jetzt könnt ihr einsteigen, habt ihr 3 Positionen, 24 minus 15, mal schnell durchgerechnet, das sind also 4 Euro, nicht wahr, das sind also bei 21 und die letzte war also bei um die 17, 18. Ja, und dann ging die Aktie ein bisschen nach oben, aber nicht ausreichend und dann fing sie an einzubrechen. Um es kurz zu machen, ging auf die 11-Euro-Marke zurück. Habe ich damit gerechnet? Nein, nie. Da kam schon mal das Wort Gemäßer auf, nicht wahr, was ich an der Beteiligung hatte, aber noch nicht die Totalübernahme gemacht hat. Und musste man warten. Und dann gibt es bei mir ja die simple Empfehlung, auch wenn ich 3 Tranchen habe, habe einen Schnitt, also dort sagen wir von ungefähr 20 Euro gehabt, wer mir gefolgt ist. Bei der zweiten Tranche, der ersten Tranche hat man schon mit Gewinn verkauft, also man kommt von der Gewinnposition her. Und dann zu sagen, hör mal zu, wenn ich jetzt bei 11 oder 12 oder 13 bist, wenn es also 30-40% unter dem Schnitt der neuen Position liegt, dann ist es durchaus zu empfehlen, zu sagen, soll man nochmal nachkaufen. Dann wie viel kann man nachkaufen? So viel, um wieder auf den Prozentsatz 3% zu bekommen. Warum 3%? Weil das der Prozentsatz ist für einen DAX-Wert. Das heißt, wer 3% hatte, hat dann nachher 40% Rückgang gesehen. Dann war die Aktie nur noch 1,8% wert. Ich war vom Gesamtportfolio, wenn das restliche Portfolio sich mal als statisch ist, dann konnte er noch 1,2% vom liquiden Kapital nachinvestieren. Damit hat man seinen Durchschnittskurs dann von 20 Euro erheblich reduzieren können. Erheblich hat er auf die 17-Euro-Marke, vielleicht 16, dann sagen wir mal 17. Und dann fing die Aktie an zu steigen, ging auf 25, gerade bis zur letzte Woche. Wenn ich einen Schnitt habe von 17 und bin bei 25, dann kommt wieder die Verkaufsstrategie bei mir zu, ab 25%. 25% von 17 kann sich jeder ausrechnen, das sind ungefähr knapp 5 Euro, nicht ganz, also 4,5 Euro. Ist man bei 21,5 mit der ersten Tranche raus und mit der zweiten Tranche, wenn sie in der Nähe der 25-Euro-Basis ist, hat man die zweite Tranche verkauft mit 35% plus und den Rest mit einem Stop abgesichert. Dann kann man nun natürlich jetzt fragen, wer den Stop genommen hat. Wurde der Stop fällig oder ist er erst, als die Aktie eingebrochen war, nicht wahr, im rasanten Tempo ist auf 15, viel, das lasse ich mal offen. Ich glaube, es wäre sogar ganz gut gegangen, man hätte verkaufen können. Aber jetzt ist die Frage, wer sie also jetzt nichts hat in Siemens. Ich fange wieder an. Begründung, Siemens ist im grünen Bereich tätig. Gemäßer war eine Riesenschlappe, unverständlich, nicht wahr, für den Laien zu sagen, wie konnten die nicht wissen, dass da so gemauschelt wurde, zumal auch der von mir, der sehr geschätzte Joe Keser im Aufsichtsrat sitzt, aber kann ich Ihnen da einen Vorwurf machen? Nein, da kann ja nicht jede Blades, nicht wahr, jedes Schwingrad da durchchecken und so weiter, aber kurzum, man wird dort das rechten, das kann etwas länger dauern, ich habe jetzt angefangen mit und wieder 3%, erste Prozent jetzt zu kaufen, schon am Freitag bei einem Portfolio, was ich beraten begleite, nicht wahr? Wer es nicht gemacht, kann heute kaufen oder morgen kann es kaufen, in aller Ruhe sich hinsetzen um die 14 und wenn es ein bisschen fällt, kauft, egal, 1% und dann 15% niedriger hieße dann, wenn man also bei 14 anfängt,
auch wiederum 15% nimmt, kann man sich ausrechnen, ist man bei 12, nicht wahr, oder knapp unter 12 und das letzte dann um die 10 oder knapp unter 10. Dann kommt die Schwitzphase. Dann gibt es natürlich die Pessimisten, die werden uns dann erzählen, das ist gar nichts mehr wert, das Unternehmen, es geht pleite. So ähnlich wie wir es bei Philips gesehen haben, wie wir es gesehen haben bei der Morphosis, die auch total eingebrochen ist und dann immer von den Tiefständen ihre 100-150% gemacht hat und noch lange nicht da ist, wo sie ultimativ sein könnte. Also das ist die typisch gewöhnungsbedürftige, antizyklische Strategie, die ich immer wieder vertrete. Und wir haben ja auch Fragen, zum Beispiel von Mitgliedern, die jetzt fragen, ich habe die und die Werte nicht, und zeigen mir an, welche Prozentsätze man verloren hat. Da frage ich mich ja, wo haben die eigentlich gekauft? Die haben doch nicht gekauft, wie wir es gesagt haben, bei Schwäche, sondern auf den Höchstsätzen. Oder als sie die Höchstsätze haben, warum haben sie den Gewinn nicht abgesichert? Es ist wichtig in meiner Strategie, zwei Dinge zu verfolgen. Ich kaufe dann, wenn keiner will, beziehungsweise wenn Werte gefallen sind. Minimum 20%. In den meisten Fällen heutzutage 50, 60, 70%. Dazu gehört eine Zoom noch. Ist mir gefallen. Also ich glaube, da die Zoom kann man auf jeden Fall halten. Genauso die PayPal, um nur jetzt mal zwei Namen zu nennen. Aber es war auch die Meta. Als sie keiner mehr wollte, da stand sie bei mir auf der Liste unter 100, nicht wahr? Das Gleiche war bei der Netflix der Fall, die ich vorher nie mochte und so fort. Aber ohne jetzt alle runterbeten zu wollen. Ich war auch die Amazon gehörte dazu, nicht? Unter 90 war sie für mich absolut hochinteressant, kam von 166 nach dem Split. Kurzum, kaufen, wenn keiner will und dann in drei Tranchen. Kommen häufig nicht zu drei Tranchen, weil sie nicht so weit fallen. Aber das ist mir egal. Und wenn dann so eine Position 25% steigt, das, was man hat, ein Drittel raus von dem, was man hat, und bei 35 zweite Drittel und das den Rest mit 30% absichern und dann weiterlaufen lassen, wenn es nicht zurückkommt. Ist und bleibt die Basis meiner Strategie. Das ist, ich muss das so häufig wiederholen. Da fragen die Leute mich manchmal, ja, können Sie es überhaupt noch wiederholen? Das müssen Sie zum Hals raushängen. Nein. Es gibt gewisse Dinge, die muss man, wie im Wetterbericht, muss man immer wiederholen, was im Sommer passiert. Man muss immer wiederholen, den Leuten sagen, was der längste Tag ist, nicht wahr? Etc., etc., wie Weihnachten auch immer wieder die Geschichte erzählt werden muss. Das muss einem in Fleisch und Blut übergehen, damit man es auch versteht. Das andere wäre die Follower, nicht wahr? Wenn man einem Trend folgt, dass man, wenn ein Trend etabliert erscheint, dem nachläuft. Das kann man auch tun. Nur ich behaupte mal rein mathematisch gesehen, dass man dann sehr viele Gewinne weglässt, weil man sich nicht in die Tiefstände einkauft, sondern in der Höchstphase nachkauft und damit seinen Durchschnittskurs systematisch erhöht, bis man zum Schluss ans Ziel kommt. Und dann, wenn man den Zielpunkt verpasst und nicht verkauft, das tun dann die wenigsten per Definition, dann kommt man plötzlich sehr schnell ins Minus und sagt, Mensch, ich habe doch also nur bei steigenden Kursen gekauft. Ja, deswegen ja auch gerade. Also das sind die Unterschiede, die hoffentlich jedem, je länger man Mitglied ist, auch klar werden, es ist nicht alles, was wir sagen, was ich sage, richtig, um Gottes Willen. Ich bin ja nicht Moses, ich gehe ja nicht übers Wasser. Aber ich versuche immer, jedem reinen Wein einzuschenken und auch eine vernünftige, zumindest ja, mir verständliche Erklärung zu bringen. Und du bietest ja auch einen gewissen Service an. Also wir haben jetzt da zum Beispiel eine Clubfrage, Namen nenne ich jetzt mal nicht. Da geht es um Plug Power, Barrick Gold, Amazon. Mehr dazu gibt's im Heiko Thieme Club. Heiko-Thieme.club. Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko Thieme Club.